Wir machen kein Cardio. Herzlich willkommen hier zu diesem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Daniel Kubik und ich befinde mich derzeit in meiner Wettkampfdiät für das Frühjahr 2022. Mittlerweile ist es gar nicht mehr so lange hin, tatsächlich bis ich starten werde, und dementsprechend habe ich auf Instagram eine kleine Fragerunde gestartet mit euren Fragen bezüglich meiner Wettkampfdiät. Und im Rahmen dieses Videos werden wir jetzt einfach mal ein paar Fragen für euch beantworten, die meiner Meinung nach ziemlich cool waren, und dementsprechend würde ich sagen, lassen wir das Video jetzt mal starten. Ich gehe jetzt erstmal eine Runde arbeiten und dann wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Video. Du bist ja die ganze Zeit hier am Machen und am Tun mit deinem Coachings. Yes. In der Prep, Mann. Ja. Wie fühlt sich das an? Bedarf auf jeden Fall mehr Organisation, sage ich mal so. Also ich komme eigentlich mit dem Coaching ziemlich gut hin, muss ich sagen. Aber ist es so, dass natürlich irgendwo jetzt gerade die regenerativen Kapazitäten einfach ein bisschen geringer sind. Ich versuche, die so hoch zu halten wie nur möglich über Schlaf, über Stressmanagement. Aber irgendwann so Mitte des Tages fängt es dann meistens an, dass die Konzentration ein bisschen flöten geht. Dementsprechend packe ich meine Arbeit, die wirklich Priorität hat, wie beispielsweise die Check-ins, wo ich einfach keine Fehler machen sollte. Beziehungsweise darf, fange ich dann meistens einfach morgens hin und komme damit eigentlich auch relativ gut um die Runden. Meine Klienten, die das Video sehen, können ja mal unten in die Kommentare schreiben, so ob sie sich noch gut versorgt fühlen. Aber ich denke, bisher musste ich dahingehend eigentlich gar keine Abstriche machen oder so. Das ist ja nicht das erste Mal, dass du auf Diät bist, ne? Nee, ist jetzt. Also, dass ich auf Diät bin, sowieso nicht. Aber jetzt auch. Auf Wettkampf-Prep meine ich. Ja, auf Wettkampf-Prep bin ich jetzt das dritte Mal tatsächlich. Ja, das ist meine dritte Wettkampf-Prep im Rahmen meiner 11 Trainingsjahre aktuell, ja. Korrekt, Mann. Ja. Und wie unterscheiden sich die? Oder wie bist du das erste Mal vorgegangen und wie unterscheidet sich das, die Vorgehensweise zum heutigen Tage? Gute Frage. Bei den ersten Wettkampfdiäten habe ich auch alles selbst gemacht. Ich habe mir tatsächlich damals auch mein Wissen für die erste Wettkampf-Prep 2016 so über YouTube geholt und hatte da natürlich auch noch in dem Studio, in dem ich trainiert habe, damals einen Ansprechpartner gehabt, der mir auch ein bisschen unter die Arme gegriffen hat. War allerdings alles so, ja, semi-optimal, was ich damals gemacht habe, weil ich einfach zu hart am Anfang reingegangen bin, beziehungsweise zu weich am Anfang reingegangen bin und am Ende zu hart pushen musste. Beim ersten Wettkampf wurde ich damals noch nicht ganz fertig. Da hat auf jeden Fall KFA technisch noch ein bisschen was gefehlt. Beim zweiten Wettkampf habe ich dann gesagt, okay, ich will unbedingt hart werden. Da habe ich am Ende ein bisschen was abgeworfen und in dieser Prep, muss ich sagen, so, also an Muskulatur abgeworfen. Und in dieser Prep geht es jetzt die ganze Zeit schon relativ langsam voran. Das bedeutet, ich bin eigentlich von der Zeit her super lang dabei schon, also am Diäten, aber mache das Ganze mit so einem langsamen Fortschritt und dementsprechend konnte ich auch in der letzten Zeit, beziehungsweise in dieser bisherigen Diätzeit, wahrscheinlich meine Muskelmasse bestmöglich halten. Und das liegt natürlich auch wieder an verschiedenen Faktoren. Jo. Sag mal, du bist ja schon relativ lean mittlerweile, ne? Jo. Kannst du das ganze Jahr so halten? Ich würde schon sagen, dass man fast diesen Körperfettanteil, beziehungsweise dass ich diesen Körperfettanteil jetzt nicht mehr so halten könnte, weil es sich einfach nicht mehr gut anfühlt. Also sind ja mittlerweile dann doch schon ein paar Diät-Symptome am Start. Ich würde aber gerne mal wissen, wie es wäre, wenn ich jetzt einfach diesen KFA hätte und dann meine Kalorien anpassen würde, ja, beispielsweise auf Maintenance-Kalorien oder ein bisschen höher, ob der KFA da immer noch tatsächlich mich so ein bisschen umgrätschen würde oder ob das jetzt hier die Diätzeit letzten Endes ist, sind jetzt mittlerweile doch schon knapp 30 Wochen oder ein bisschen drüber sogar. Ich könnte mir vorstellen, dass ich ihn halten kann, wenn er ein bisschen höher ist, also wenn ich jetzt nicht bei 81,3 Kilo oder so im Schnitt wäre, sondern bei 83, 84. Ich glaube, das könnte ich noch ganz gut halten. So ist halt vieles schon ziemlich unangenehm, ne? Jetzt noch nicht so ganz, ne? Ja, jetzt läuft's. Digga. Ja. Wir trainieren ja schon eine ganze Weile hier im Home Gym und es gibt hier einfach keine Maschinen für Cardio. Wie handeln wir das? Wir machen kein Cardio, Bro. Ganz einfach. Cardio ist Slash. Nee. Ja, nee, Cardio gibt's derzeit eigentlich nur in Form von Schritten. Also ich hole eigentlich alles, was ich an Cardio-Stimulus setzen will, eigentlich über die Alltagsaktivität rein. Also sprich, ich gehe ein bisschen spazieren und regel das andere einfach über die Kalorien, die ich konsumiere.
Okay, also Kaloriendefizit plus 10.000 Steps und dann reicht das an Cardio. Ja, 9.000 bis 10.000 aktuell. Aber man muss natürlich sagen, so, das ist jetzt bei mir so, das heißt nicht, dass es bei jedem funktioniert. Ne? Es gibt schon Athleten und Athletinnen, die Cardio implementieren müssen, weil einfach der Kalorienverbrauch beispielsweise zu gering ist oder die auch keine Möglichkeit haben, so ein Schrittpensum von 10.000 Schritten über die Woche bzw. am Tag dann quasi zu gewährleisten. Ne? Verfolgst du eigentlich die anderen Leute, die auf den Wettkämpfen teilnehmen, oder ist dir das scheißegal? Tatsächlich kenne ich relativ wenige, die teilnehmen. Ja, normalerweise kennt man sich immer so ein bisschen. Aber ich weiß auch nicht, wer so starten wird. Gerade bei IFBB-Bühne habe ich gar keine Ahnung. In der Classic Physik und auch auf der WM weiß ich tatsächlich gar nicht so richtig, wer da neben mir steht. Ist mir aber auch, muss ich sagen, ein bisschen egal. Ich gebe mein Bestes. Ich gebe die ganze Zeit mein Bestes, weil letzten Endes ist das auch das Einzige, was ich beeinflussen kann. Und wer da neben mir steht, so, das weiß nur Gott oder die Person selbst. Und dementsprechend, ja, man guckt schon immer mal so ein bisschen rum, aber ich weiß mittlerweile gar nicht und es ist auch egal, weil letzten Endes stehe ich trotzdem gegen die Person auf der Bühne und ja, dann wird sich am Tag X entscheiden, weil alleine wenn die jetzt auf Instagram gut aussehen oder auf YouTube gut aussehen, das ist alles Insta und YouTube. Ich habe schon ganz, ganz viele gesehen, die in Instagram mega krass waren, dann siehst du die auf der Bühne und denkst so, ja okay, ist jetzt nicht so doll, aber auch genauso umgekehrt. Auf Instagram sehen manche Leute ultimativ flach aus, dünn aus, dann kommen die auf die Bühne und sind übelst shredded. Aber ich sag mal so, der Vorteil ist, die meisten Leute, die auf Instagram nicht so gut aussehen, das sind die Leute, die oftmals in Realität so ein 3D-Look haben, so übelst voluminös sind und das kommt auf Bildern manchmal gar nicht so rüber. Und ich glaube, ich würde mich auch dazu zählen. Findest du, ich sehe auf Bildern besser aus oder in echt? Digga, in echt. Ja. Die Muskelbäuche, wenn man die in echt sieht, dann ist das schon nochmal ganz anders. Ja, das ist halt auch sowas, was ich des Öfteren gesagt bekomme von anderen Athleten, die mich dann sehen. Dementsprechend bin ich da relativ positiv gestimmt, dass ich hoffentlich in echt nochmal so einen Überraschungseffekt dann letzten Endes hervorrufen kann. Aber das könnt ihr dann beurteilen, wenn ihr mich vielleicht mal live seht auf der Bühne, beziehungsweise die anderen Athleten und Judges, die mich dann halt eben zu beurteilen haben. Wie sieht's aus eigentlich so? Bei mir macht das ja nicht so viel aus, aber bei dir? Wie reagiert eigentlich dein Umfeld darauf, dass du eigentlich immer stetig am Arbeiten bist und sowas und eigentlich kaum Zeit für was anderes hast? Das ist eine gute Frage. Also ich denke, das Umfeld hat sich dementsprechend so auch ein bisschen abgesondert. Ne? Also sind jetzt nicht mehr so viele Leute im Umfeld, aber ich denke, das liegt auch daran, dass man halt eben nicht mehr im Jugendalter ist, sondern auch ein bisschen älter wird und man natürlich auch gewisse, Prioritäten hat bzw. haben muss, muss irgendwo Geld verdienen und ich muss ja halt eben auch den Sport machen und das Problem ist, dass sich das bei mir so Beruf und auch Training irgendwie kombiniert und dementsprechend muss ich mir natürlich irgendwo die Zeit auch für das Training nehmen und auch lange Zeit nehmen und ich will es auch, weil hier, wenn ich jetzt hier im Home Gym bin mit dir, ja, mit den anderen, die jetzt hier trainieren, dann ist es so, ich bin hier für mich. Und das ist so meine Auszeit und das gibt mir irgendwie so viel und ja, wie gesagt, so viele Leute, mit denen ich mich tagtäglich umgebe, sind es ja auch letzten Endes nicht. Das ist meine Freundin, das sind ein paar Freunde, jetzt du hier auch, der jeden Tag mit mir da ist und ich genieße halt eben auch die Zeit mit den Leuten, die jetzt gerade Status Quo bei mir sind. Und Family sehe ich dann halt einmal in der Woche, einmal alle zwei Wochen, wie es halt zeitlich so reinpasst. Aber die haben damit auf oder dafür auch vollstes Verständnis, muss man halt auch ganz klar sagen. Und ich denke, dass man, solange man den Kontakt irgendwo versucht zu pflegen, dass die Freunde, die man wirklich hat und die das Ganze auch so mitverfolgen, dass die das auch verstehen, dass ich halt eben sehr, sehr viel arbeite. Und ich glaube, ich habe jetzt auch keinen im Freundeskreis, der jetzt sagen würde, ey Daniel, du bist halt übelst der Assi, so, du trainierst nur noch, du arbeitest nur noch, sondern ich glaube, da ist eine gewisse Akzeptanz der Leute da. Und ich denke, man freut sich halt einfach, wenn man sich dann halt mal sieht. Ne? Also ist es ja auch immer geil, halt, wenn man sich mal länger nicht gesehen hat, dann nochmal zusammenzukommen und halt eben die Zeit, die man dann hat, auch zu genießen. Ja. Vor allem der Süße. Most Gipped Exercise in diesem Gym ist die Wadenmaschine.
Man munkelt. Aber Bro, Martin Gains bleiben nicht auf der Strecke. Ich glaube, die haben echt nicht krass abgenommen. Ja, meine Waden sind halt immer noch ziemlich... Aber besser geworden. Ja, ein bisschen, sagen wir ein bisschen. Aber besser geworden. Leute, ich würde sagen, mit diesem letzten Wadensatz beenden wir auch dieses Video. Wenn euch dieses Format des Videos gefallen hat, so ein paar detailliertere Fragen hinsichtlich meines Wettkampfs, wenn jetzt keiner hier auf WhatsApp mich nervt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde mich natürlich über Resonanz freuen, ob euch dieses Format gefällt. Und ansonsten lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben da und vergesst auf gar keinen Fall den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin übel hungrig, ich muss jetzt echt was essen, Digga. Abfahrt.